zusammen. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Das war ich unterwegs mit dem Kemal von Swiss Wilderness. Wir sind hier aktuell gerade im Engadin-Gebiet noch auf dem Weg mit dem schönen Auto und suchen uns langsam aber sicher noch ein Plätzchen. Wir sind noch nicht so ganz schlüssig geworden. Aber ich denke, das nächste Teil des Videos kommt dann, wo wir dann langsam aber sicher schon wirklich im Wald sind. Wie sie es. Wir haben jetzt schnell eine kleine Pause eingelegt an dem sehr schönen idyllischen Örtchen. So, wir sind langsam auf dem kleinen Weg hier angekommen und unser Ziel ist genau da, das Plateau da, da hinten in den Wald rauf gehen wir. Jetzt sind wir aber einmal rund um den See. Der Kemal ist schon im Voraus. Wir sind in dem Waldstück jetzt angekommen und jetzt suchen wir einen Platz, wo wir das Camp errichtet. Wir kämpfen uns durch extrem hohes Gras, Querfeld ein. Es ist einfach noch kein Ende in Sicht, das ist das Schlimmste. Ich habe jetzt hier ein schönes Plateau gefunden. Da ist noch so eine Wurzel, wo sich als Sitz einigen könnte. Da oben vielleicht das Zelt, da bin ich mir aber noch nicht so sicher. Und jetzt muss ich das hohe Gras hier einfach noch ein bisschen flach drücken. So wie ihr seht, habe ich jetzt das Plateau ein bisschen da flach gedrückt. Das ist jetzt eine schöne Ebene. Da konnte ich natürlich auch noch ein bisschen Holz können, ein bisschen rausfischen. Ist natürlich Tannenholz und so weiter. Das heisst, es brennt schnell ab. Aber ich habe auch den ganzen Tag Zeit zum Holz sammeln. Ja, also der Kemal und ich sind da jetzt ein bisschen separat unterwegs. Er ist da etwa 30-40 Meter oben drauf von mir. Also wir sind in der Nähe, aber doch getrennt und dann kann er das Stuff für sich machen, ich das für mich und dann gibt es zwischendrin kleine Sequenzen und ich bin halt einfach ein bisschen zu gross für das. So, der Kemal ist da ein bisschen zu mir runtergekommen. Als erstes Mal gibt es ein Bier. Cheers! You. Cheers! Böttnerbier! Böttnerbier! Steinbock, mein Sternzeichen! Jetzt bin ich langsam das Zelt am Aufstellen. Es ist das letzte Mal, dass ich das Zelt brauche. Und zukünftig nur noch mit Tarp, weil das Wetter kann sich hier in den Bergen noch schnell ändern. Und letztes Mal hat es gute Dienste erwiesen. Darum ist sie wieder dabei. So, mein Zelt steht langsam. Darüber habe ich noch ein Tarp gespannt. Sieht zwar nicht extrem professionell aus. Es sollte aber funktional sein. Und der Boden ist da sehr weich. Und die Hering kommen immer raus. Ich meine, dass es so provisorisch machen müssen. Und da der Zwischenraum sorgt halt dafür, dass das Wasser gut ablaufen kann. Und vorne da kann ich noch ein bisschen einen engen Platz für mich, wo ich dann trotzdem ein bisschen am Feuer sein kann. Aber zuerst eine kleine Pause. So, nach dieser Pause habe ich mich jetzt doch umentschieden, das nochmal ein bisschen hier zu verbessern. Jetzt habe ich links und rechts wird das Wasser abgewiesen. Da vorne habe ich wegen der Höhe vorne noch ein bisschen mit dem Holz abgespannt. Und damit ich da vorne mehr Platz habe, das Feuer wird dann da vorne irgendwo sein. Dann kann ich da vorne ein bisschen sitzen und das Feuer geniessen und das auch, wenn es regnet. Und jetzt wird eben mal ein bisschen Holz gesucht. Das ist wichtig. So, für Holz ist ein wenig gesorgt, es wird nicht ganz nachtlang, aber sicherlich für ein Zeitchen. Später werde ich dann noch mehr sicherlich suchen. So, jetzt habe ich da so ein Feuer gemacht, so ein mehr so ein Rauchfeuer, Rauchsignalfeuer. Hat aber recht viele Mucken da, die stichen und brämen.
schon gerade so lässig darum, dass sie da ein bisschen verschwinden. Seit der Rauch da ist, sind sie ein bisschen weniger geworden. Finde ich gut. Das Feuer habe ich jetzt ein bisschen erweitert. Das Holz brennt sehr schlecht. Da habe ich jetzt aber angebracht, eine Art wie so eine kleine Unterlage zu machen. Und jetzt koche ich einfach mal ein paar Würstchen und ein bisschen Brot dazu, damit ich wieder ein bisschen Energie habe. Damit ich nachher genug Energie habe, vielleicht ein bisschen noch besseres Holz zu finden. Kleiner Mittagssnack. So, ich habe jetzt fertig gegessen. Gönnen wir jetzt so ein gutes Aussiedbier, kleine Ziggy. Kemal ist da hinten sein Lager am Fertigbauen, wie es aussieht. Er macht natürlich auch eigene Videos. Und ich denke, ich gehe mal vorbeischauen und zeige euch mal, was er gemacht hat. So, jetzt sind wir jetzt ein paar Meter hier hochgelaufen. Da steht der Kemal schon mit seinem Setup. Der hat natürlich einiges eine bessere Kamera. Ich mache natürlich alles via Handy. Der ist da nur mit Tarp unterwegs, recht minimalistisch. Da ist er auch schön windgeschützt von den Bäumen. Schöne Aussicht da draußen. Das Feuer macht er vielleicht da vorne irgendwo. Easy, simple. Ich bin mittlerweile wieder in meinem Lager. Das Feuer habe ich nur ein kleines gemacht. Das Holz brennt sehr, sehr schlecht, muss ich sagen. Und es sieht so aus, als würde es wieder gewittern. Und ich muss schauen, wie mein Abendessen dann zubereitet wird. Ja, mein geplantes Abendessen ist ein 860 Gramm schweres T-Bone Steak. An dieser Stelle nochmal ein grosses Dankeschön an die Metzgerei Mark. Metzgerei Mark im Landquart, bin ich heute Morgen das Fleisch abholen. Und ich freue mich sehr, das Fleisch heute Abend zu essen und zu testen. Sieht schon mal sehr fein aus. Ich hoffe, das Wetter spielt einigermaßen mit, dass ich das Steak auch gut auf dem Feuer kochen kann. Wie es aussieht, fängt schon ein bisschen an rieseln. Hoffen wir mal aufs Beste. Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen ins Zelt verzogen. Es hat ein bisschen angefangen zu regnen. Nicht stark, aber ich habe jetzt das Holz hier unter das Tarp gestellt, damit das auch schön trocken bleibt natürlich, damit ich dann später, falls ihr dann vielleicht doch mal hören sollte, das Feuer auch gut anbringen kann. Und es ist jetzt ziemlich genau Punkt 4 am Nachmittag und ich denke, ich werde jetzt einfach mal, da ich früh aufgestanden bin, der Kemal genau auch, wir beide doch noch ein bisschen müde sind. Also ich werde für meinen Teil jetzt einfach mal sicherlich mal ein Stündchen anlegen, ein bisschen Musik hören, einfach mal ein bisschen entspannen und hoffe, dass mein Energielevel wieder ein bisschen aufsteigt. Ich habe mein Tarp mittlerweile wieder ein bisschen zum dritten Mal wieder umgebaut. So finde ich besser, weil dann kann ich da unter dem Tarp noch ein bisschen sitzen und das Feuer nehme ich dann noch ein bisschen näher als Tarp. Leider konnte ich das nicht weiter vorne machen, weil die Bäume da sind nicht so gerade symmetrisch. Schwierig. So, es ist schon wieder ein Zeitchen seither, seit ich gegessen habe. Und jetzt tue ich hier auf dem Deckel vom Töpperwehr so langsam das Zeug zubereiten, schneiden und so weiter. Das Feuer nehme ich nachher da etwas weiter führen und dann baue ich mir da so auf dem kleinen Abhang da eine Art eine kleine Küche und fange dann langsam aber sicher an köcheln. Nachdem das Fleisch jeweils eine Minute auf dem Öl angebraten hat, Butter reingeben, Knoblauch für den Geschmack und am Schluss natürlich noch Rosmarin. Da kann man ruhig ein bisschen mehr drauf tun, für 850 Gramm schadet das nicht. Das Fleisch hat so eine sehr schöne Brühung bekommen. Wunderbar.
Ja, mittlerweile liege ich da unter dem Tarp und schaue, wie mein Steak schön brutzelt. Da das natürlich 860 Gramm ist, also das ist so ein dickes Ding, muss das gut durchgaren. Ich habe es schon gerne, wenn die Farbe noch etwas rötlicher ist drin. Aber auch nicht zu roh, aber auch nicht zu trocken. Das ist also immer so eine Sache. Da muss man sich halt einfach ein bisschen an das Ganze antasten. Und bis das fertig ist, gehen wir ein bisschen das Weizenbier. Prost miteinander. Das kann angerichtet werden. Das Fleisch ist sehr gut geworden. Aussen ist es knusprig, aromatisch und überall weich und saftig. Sehr schön. Es ist nicht so rot, wie ich das eigentlich gerne hätte, aber es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. So, mittlerweile bin ich ein bisschen beim Kemal-Besuch. Er hängt dort hinten schön gemütlich. Trinkt ein bisschen Whisky, rauche Zigaretten und Zigarre auch noch. Und das Fleisch war sehr, sehr gut gewesen. Tipptopp. So, ich bin jetzt wieder ein bisschen auf dem Weg in mein Lager. Ich war gerade kurz beim Kemal gewesen. Jetzt habe ich eine kurze Nachtwanderung gemacht. Recht still da. Es ist sehr wild, aber ich habe noch kein einziges Tier gesehen. Abgesehen von recht vielen aggressiven Ameisen. Jetzt eigentlich nichts gehabt. Ich bin langsam aber sicher schon müde, aber ich werde noch trotzdem noch ein bisschen am Feuer chillen. Ja, ich sitze jetzt etwa gefühlt seit einer Stunde einfach so bei dem Feuer zu. Jetzt habe ich gerade noch mit dem guten Kollegen noch kurz ein Telefonat gehabt, recht Freude gehabt. Aber abgesehen von dem bin ich jetzt eine Stunde einfach so in das Feuer am hineinschauen und also in meditativen Zustand. Also einfach über nichts nachdenken und einfach ein bisschen dem Feuer zuschauen, der Natur zuhören und einfach wieder mal zu sich selber finden. Das finde ich immer extrem schön. Ich esse da jetzt so schnell so einen kleinen Crunchy-Riegel. Finde ich noch extrem geil, da der Ahornsirup-Riegel. Sehr fein, sehr zu empfehlen. Und trinke noch meinen Whisky fertig und dann gehe ich wirklich langsam schlafen. So, ich bin schon langsam im Zelt und bin sehr müde. Es ist erstaunlich warm, fast schon heiß, aber ich falte die Jacke so halb offen an. Wolldecke ist am Start und ich wünsche euch gute Nacht. Wir sehen uns morgen. So, guten Morgen, es ist 7:30 Uhr. Das Feuer habe ich schon mal ein bisschen gemacht. Am Anfang war ich nicht so gesprächig. Die erste halbe Stunde ein bisschen Holz suchen und so weiter, Kienspann und so weiter. Einfach mal ein bisschen das Feuer schön parat machen und jetzt geht es mal schön ab. Bis morgen. Es gibt Eier, Speck, Peperoncini dazu, neues Red Bull. Auf Kaffee habe ich komplett verzichtet. Das Ambiente nochmal. Ja, geschlafen habe ich eigentlich recht gut. Um 12 Uhr bin ich ins Bett gegangen, schrägstrich ins Zelt und habe bis etwa 7 Uhr gut ein durchgeschlafen. So gegen die 3-4 Uhr morgens bin ich immer wieder ein bisschen verwacht, so im 20-30 Minuten Takt. Aber ich hatte warm, es war trocken. Auch aussen rum, hat alles gut gehabt und ich bin doch recht motiviert und frisch aufgestanden. Ja, was der Kemal macht, weiss ich nicht. Der ist ja immer noch da oben. Ich gehe davon aus, dass er noch am Schlafen ist. Ich bin fast nicht schauen, was läuft und wollte ihn auch nicht wecken. Sondern
Ich mache jetzt einfach ein bisschen zum Morgen da. Genieße ein bisschen die Zeit am Feuer, höre ein bisschen Musik. Und wenn er dann parat ist, dann ist er parat. So, nach dem guten Morgen bin ich jetzt einfach da bei dem Baum. Genieße noch die Zeit und die Ruhe, die man da morgen hat. Der Kemal ist mittlerweile auch schon wach. Ich habe jetzt gerade schnell geredet mit ihm. Und danach geht es langsam ans Aufräumen. Und natürlich langsam wieder richtig heim. So, langsam gehe ich von meinem Outdoor zuhause in mein heimisches Heim. Das T-Shirt habe ich natürlich auch wieder montiert. Die Morgenfrische ist vorbei und es ist recht schön angenehm. Warm, nicht zu heiß, nicht zu kalt, richtig schön angenehm für im T-Shirt wieder draußen sein. Ja, Rucksack ist wieder gepackt, Güsel natürlich zusammengeräumt. Und jetzt geht es langsam wieder back to real life. So, der Kemal ist auch langsam parat zum Abdüsen. So, und wieder bahnen wir uns den Weg heim durch das riesige Gestrüpp. Zurück in die Zivilisation. Ah, ich habe jetzt schon nasse Füße. Jetzt schon nasse Füße, ich auch. Ja, auf eine Art freut man sich immer wieder heim nach so einem Trip. Aber irgendwie vermisst man auch dann wieder, dass man wieder gehen muss. Es sind so gemischte Gefühle. Wow. Extreme Unebenheiten hier. So, meine lieben Leute, der schöne Overnighter und das Video geht langsam dem Ende zu. Es hat sehr, sehr Spass gemacht. Ich bedanke mich noch beim Kemal, dass er auch dabei war. Danke auch, es war ganz geil. Ja. Und viel Spass beim Schauen von dem Video. Er wird hier auch noch das Zeug veröffentlichen. Gebt ihm ein Abo, checkt auch immer seine Seiten ab, ich verlinke ihn unten. Und daher wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, wenn ihr das Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao zusammen.